Hallo und herzlich willkommen hier auf der irgendwo in Thüringen 3. Ja, nach der Lieperwinkel hatte ich ja ehrlich gesagt gar keine Lust mehr gehabt, Videos zu machen. Das waren so ein paar Faktoren. Ich muss mal kurz gucken, ist mein Shader an. Ja, auf jeden Fall spiele ich auf dem mittleren Schwierigkeitsmodus. Da haben wir trotzdem Maschinen, warum auch immer. Die werde ich gleich verkaufen, so wie das Silo kommt weg. Dann haben wir hier eine Unterstandshalle oder eine Pfahle, wie auch immer. Weiß ich nicht, ob die wegkommt oder nicht. Wir haben Kuhstall, wir haben eine Mistplatte, wir haben zwei Silos und eine BGA. Und einen Tank, sehe ich gerade. Also ein bisschen was Ordentliches. Der Gebrauchtwagenhändler ist doch normal P gewesen. Okay, dann halt nicht. Ist doch normalerweise P. Ja, keine Ahnung, geht nicht, wieso auch immer. Habe ich irgendwas kaputt gemacht? Aber auf jeden Fall werde ich jetzt, ja, mit Controller geht, das Silo verkaufen und die Fahrzeuge. Die Fahrzeuge als erstes, bin ich mal komplett ehrlich. Und dann mal gucken, wie es so läuft. Ich spiele mit 2 Tagen im Monat, habe auch schon gerade 2 Missionen ausgesucht. Das heißt, wir werden eine mit CP machen wahrscheinlich und eine mit einem fahren wir selber. Und ja, unsere Felder, also die ich mir ausgesucht habe, ist 1 erntereif. Muss ich gucken, ob das überhaupt passt oder nicht. Wie lange die Folgen gehen, weiß ich ganz ehrlich nicht. Wie oft sie kommen, weiß ich auch nicht. Ich muss das Land erstmal kaufen vielleicht. Und ja, wieso auch immer braucht das bei mir lange. Feldermäßig hatte ich mir ausgesucht die 81 und die 85 zum Start. Die 81 wäre erntereif. Die 85 noch nicht. Und dann würde ich sagen, können wir jetzt ja hier... Ich darf mit der Tastatur anscheinend nicht mehr in das Baumenü. Okay, geil, habe ich kaputt gemacht. Kann ich hier verkaufen. Das kommt weg, dann kommt das ganze Hofding weg, weil ich habe mir da ein Silo mit wieder reingenommen, was ich schon im vorigen Teil oder zum Anfang des LS hatte, was aber kurz Zeit weg war und ich das aus meinem Mod-Ordner gelöscht hatte. Jetzt aber wieder da ist. Multisilo. Da kann jede Frucht bis zu 5 Millionen haben. Und das muss ich einfach haben. Deswegen habe ich das wieder mit reingenommen. Dann stelle ich das auch hier hin. Und ich habe noch einen Tafelmod drin, womit ich mir das hier hinstellen kann und sehen kann, was überhaupt drin ist. Oder wo ich mir das einfach hier hinhänge und gucke, ah, okay, dies und das ist drin oder nicht. So, dann spiele ich mit Mais Plus, mit Precision Farming und mit Realistic Seed, also realistischen Saatgut. Das sind die Dinge. Und jetzt würde ich ganz gerne die 2 Missionen annehmen. Und zwar einmal ist das Düngen 135, sowie Pflügen auf der 33. Das Pflügen, das werden wir wahrscheinlich mit CP machen, das weiß ich aber noch nicht, weil das ist Jom, das kleine Feld mit 20 Hektar und wir sind hier oben am Düngen. Das heißt, ich will immer mit der Dings rein, mit der Tastatur. Das heißt, ich brauche jetzt auf jeden Fall erstmal einen Traktor. Ich weiß ganz ehrlich nicht, ob ich jetzt den Q oder den T nehmen soll. Also beide sind cool. Ach komm, was kostet der Geiz? Ich brauche, glaube ich, ja, ich nehme mal 285 PS, das sollte reichen zum Pflügen. Breitreifen mit Radgewichte, Standard, das kann wegbleiben, zweite Tür kann ruhig rein, kann ruhig auch Standard, das kann dunkel, rundum leuchten natürlich beide. Geschwindigkeitsschild, Warntafel können wir reinnehmen, Teppich können wir reinnehmen. Isaria Pro, das IC habe ich auch mit drin, also ich habe Simple IC und IC drin, also es sind 2 verschiedene Mods. Was eigentlich relativ cool ist, bin ich ganz ehrlich. Ich muss ja schon sagen, hier das Blau, das ist ja schon ganz nice. Aber so ein Valtra in Grau oder in so einem Weiß ist halt auch mal was Extravagantes. Blau-Grau. Ja komm, wir nehmen den mal in Blau-Grau. Obwohl, nee, das wird ja
zum Anfang unser eigener oder erster Waldrat bleiben. Das heißt, wir nehmen gleich noch einen anderen. Kaufen den. So, dann will ich jetzt noch haben für mich zum Düngen. Was will ich da? So ein... Eigentlich wäre ja ein Unimog geil. Der kostet 67.000. Was kostet der Unimog? 26.000. Ja, schwierig. Also da bin ich echt am Überlegen. Ach komm, ich nehme den 800er Favorit. Manuell und Lastenschaltung, ja. Natürlich mit Chip-Tuning, auch hier Breitreifen, Radgewichte. Design verchromt, Rundumleuchte beide, Spiegel. Nehmen wir hier die Breiten, Warntafel ja, Frontzapfwelle ja, Isaria brauchen wir bei beiden, GPS brauchen wir bei beiden. Und hier würde ich schon gerne Black Beauty, sowie Reifen Black Beauty. Und hier nehmen wir die 2. Ja. So, das heißt, ich brauche 2 Gewichte. Eins nehmen wir hier ruhig in, ja doch, in Schwarz. Und das andere nehmen wir, mein Controller hängt, in so einer Farbe für den Waldra. So, dann brauche ich, warte mal, was hat der Waldra jetzt für eine Stärke? 285 und 265. Ob das jetzt schlau ist oder nicht, weil ich mache, ist ja immer noch meine Sache. Aber der braucht 260. Können wir den ruhig rot lassen. Mit dem kann der Waldra dann Flügen fahren. Und wir können dann entspannt düngen. Da muss ich dann gleich noch die Düngemenge ausbringen, weil ich hatte ja vorhin schon mal was aufgenommen. Da ist mir aber komplett die Aufnahme abhanden gekommen. Ich switche es einfach durch. Und ja, der hat Simple IC und der andere hat IC, also zwei verschiedene Mods, falls einer fragt. Das werde ich euch gleich auch zeigen. Oder das seht ihr dann schon alleine mit den Knöpfen. Geht das? Ja, das geht perfekt. So. Und dann habe ich halt noch so einen Übersichtsmod mit reingenommen für Mais Plus halt, um zu sehen, was ich brauche. Da muss ich nicht immer raus scrollen. Und ja, das war mein Handy. Danke für nix. Ich kann ja den mal hier eben stehen lassen. Kann ich dich hochmachen? Kann ich, perfekt. Lass mich aussteigen. Ich darf nicht aussteigen. Also ich weiß nicht, was hier gerade los ist. Ich kann nur noch mit Controller aussteigen. Schwierig. Ja, das ist an, perfekt. Und hier ist das IC. Also das IC hat A, ein anderes Muster. Und B hat das auch in einem Traktor. Danke, ich darf nicht mehr Möglichkeiten hier. Ich kann den Schlüssel an- und ausmachen. Ich kann ein bisschen was mehr machen. Ich kann hier Licht an- und ausmachen. Ja gut, die Tür ist ja klar. Die Tür kannst du bei dem anderen auch machen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Irgendwie läuft das gerade nicht so, wie ich das will. Aber ja, das ist nicht schlimm. Wir schicken den jetzt als erstes gleich mal direkt zum Flügen, damit wir hier Ruhe haben, damit wir uns entspannt zum Düngen machen können. Also, dass wir da wenigstens noch ein bisschen was arbeiten. Das ist jetzt der dritte Versuch meiner Aufnahme, weil irgendwie immer nichts, nicht das so lief, wie ich das will, beziehungsweise dann einfach mal ich das Spiel schließe, ohne zu speichern. Wieso war jetzt GPS an? Und wie ihr merkt, ich bin ein bisschen kränklich, also wenn ich da mal ruste und meine Stimme sich anhört wie, was weiß ich, das ist ja natürlich nicht gewollt. Und was ich am Überlegen bin, ob ich das HUD anlasse oder ausmache, wie auch immer. Ich muss mal kurz was machen hier. Anhalten! Meine Tür will nicht zugehen.
So, ich muss mal kurz gucken, wo ich hin muss. Ich muss hier rüber und dann die Straße einfach nur folgen. Also über Feedback würde ich mich natürlich auch freuen, wenn es natürlich ne, normales Feedback ist, ohne beleidigen oder was weiß ich, weil wieder ignoriert und gelöscht, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ende aus Mickey Mouse, wie man so schön sagt, oder wie jetzt ein Kollege sagen würde. Und ja, gleich mal gucken, wie lange hier der Typ zum Pflügen braucht, weil das macht er mit CP und wir lassen da natürlich komplett CP arbeiten. Also das wird natürlich auch mit Geld abgezogen, ist ja ganz klar. Machen wir hier erster Wegpunkt, kein Kurs. Ach, jetzt speichert er wieder. Danke für nix. Danke für nix. Feldposis hier, ich weiß nicht, wie, ich würde sagen, drei Vorgewände weich starten, aber auf Bahn. Und dann gucken wir mal, ob er das generiert oder nicht, oder ob er meckert. Bin ich ja jetzt mal gespannt, aber das, das macht er sogar perfekt. So, erster Wegpunkt. Dann gucken wir mal gleich, wie lange der braucht. Und dann bin ich gespannt. Ich kann ja so lange mal in dem alten, in den anderen hier rein switchen. Kann die Düngemenge deaktivieren. Ja, deaktivieren. Bist du denn schon überhaupt ab? Ich frage mich gerade, ach so, der ist schon an, perfekt, aber der hat noch keinen Dünger. Ich bin mal wieder so perfekt vorbereitet wie Lostigkeit. Also hier sind die Sachen für Realistic Seeder drinne. Ich kaufe mal direkt, keine Ahnung, 6 Paletten Dünger. Sollte ja reichen. Das kann weg. Das und das sollte passen. Da hinten stehen die Sachen, die Apparellos. Und ob der Maschinenzaun zu laut oder zu leise ist, ich hoffe mal nicht. Also ich weiß es nicht. So, jetzt mal kurz gucken. Aktivieren, deaktivieren. Kann ich dich höher oder kleiner schalten? Okay, das kollidiert. Gut. Ich switch mal kurz in den anderen rein. Wie lange brauchst du denn noch? So, der ist noch gar nicht da. Ja, gut. So. Können wir mit dem entspannt zum Düngen fahren. Wie ich dann jetzt die Thumbnails mache, weiß ich noch nicht, weil ich habe ja hier einen Spielefilter drin und ohne würden die so aussehen. Also ich weiß nicht, ob das so geil ist und mit sehen die halt schon ein bisschen schnieker aus. Also wie ich das mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht haue ich das dann einfach kurz in Adobe rein oder wie auch immer und dann mache ich da ein Bild rein. Und dann, ich muss halt gucken. So, ich muss zu 135. Ich denke mal, mit den zwei Maschinen sind wir gut aufgestellt erstmal. Dass wir da dann sagen können, das sollte passen. Ich muss hier runter. Und wenn ich dann gleich am Feld bin, dann gucke ich mal, wie lange er braucht, weil eigentlich sollte mit CPR wieder die Zeit da sein, wenn es mich jetzt nicht komplett täuscht. Und ja, ich muss ab und an die Map groß machen, weil ich noch nicht so wirklich eingeschult bin auf der Karte hier. Ich denke mal, 18 kg sollte reichen. Ich habe die Ausbringmenge deaktiviert, also ich weiß nicht, mit was das da am Kollidieren ist. Ich gucke jetzt mal eben. Ach, ein bisschen habe ich noch. 132 ist hier. Die 135 sollte hier gleich auch irgendwo sein. Ich glaube hier. Klar, ich hätte blinken können, natürlich. So, gucken wir mal. Wie lange brauchst du denn? 2 Stunden 32 brauche. Okay, das ist ein bisschen was. Das ist in Ordnung. Die Zapfwelle ist ab. Warum ist die Zapfwelle ab? Hallo? Das war jetzt natürlich sehr schlecht, dass die Zapfwelle ab ist, weil ja, weiß ich nicht.
Aber gut, auf jeden Fall, der Plan ist es hier einfach ein bisschen zu spielen, um zu gucken, wo es mich hinzieht, wo es mich hinbringt. Es gibt ja noch drei verschiedene Höfe. Plan ist es einfach ein bisschen zu spielen. Wann die Folgen kommen, kann ich euch nicht sagen. Wie lange sie werden, weiß ich auch nicht. Das mache ich davon ab, wie ich Lust und Laune habe. Klar, ich bin nicht perfekt. Klar, ich habe jetzt nicht das beste Equipment. Ich habe einfach nur ein Logitech-Headset mit einem Voice Meter als Programm, damit ich ein bisschen verstärken kann und so. Also ne, den Controller, den wird man so oder so hören. Und ja, wie viel Uhr die kommen, weiß ich nicht. Ob ich jetzt heute zum Sonntag noch mal eine Folge aufnehme, weiß ich auch nicht, bin ich ganz ehrlich. Und wenn ich jetzt mal kurz Aussetzer habe oder so überlege oder wie auch immer, dann ist es halt so, wieso, weshalb, warum, ist egal. Ja. So, das zu der Sache. Ob ich jetzt öfter wieder was bringe und andere spiele, weiß ich ganz ehrlich noch nicht. Es sind halt immer so Faktoren, wo ich sage, es ist halt ja schwierig, es ist halt ja komisch und so, deswegen ist halt blöd. Also ich habe Bock zu zocken, ich habe Bock halt auch auf YouTube, es ist ein Hobby gewesen immer so. Aber mittlerweile weiß ich halt nicht. Klar, ich habe nicht immer was gemacht. Ich habe gut angefangen, dann schnell nachgelassen. Das muss ich ändern. Und zwar ganz dringend, weil das schadet mir nur. Und ich habe Bock, was zu machen und euch auch ein bisschen zu unterhalten. Auch wenn ich jetzt nicht perfekt bin, meistens Aussetzer habe oder so. Es ist halt so, deswegen, ja, kann ich nichts dran ändern. Aber es ist, finde ich, eine schöne Map. Deswegen dachte ich mir jetzt so, ich habe jetzt gut, seitdem die raus ist, überlegt, was mache ich jetzt? Mache ich überhaupt was? Und da dachte ich mir, komm einfach ran und mach. Einfach ransetzen, machen, dann sollte das schon passen. Sonst, ne, das Düngen geht schnell, auch mit der Anzeige oben. Gut, wir verlieren wenig Dünger, also weniger als vorher, da war ich schon bei der Hälfte fast leer, weil ich halt das nicht ausgestellt hatte, die Ausbringmenge. Und sonst würde ich sagen, soll es das aber für die erste Folge gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet doch gerne das nächste Mal wieder ein. Lasst ein Abo und einen Daumen da, würde mich freuen. Schreibt eure Meinung, Feedback und Kritik gerne in die Kommentare. Habt noch einen schönen dritten Advent. Ich bin raus. Tschüss und ciao.